VW, ja. Opel. Ja, dazu fahre ich mal den Wagen als erstes rein am besten, ja, genau. Oder? Und so, dass, ja. Du kannst mir einwinken. Ja, ja. Ich habe es vorher probehalber schon mal einmal gemacht, habe ihn gleich zweimal abgewürgt, weil ich bin diese Kuppelschaltung nicht mehr gewöhnt. Ich habe natürlich Automatik, weil ich gerne ein bisschen schlafe während der Fahrt. Und das ist dieser deutsche Komplex, man sei ein Weichei, wenn man nicht schaltet. Dieses Sportliefer. Können Sie mich sehen? Ja. Ist ein Diesel, oder? Keine Ahnung. Ja. Ah. Stopp mal. Ja, jetzt noch, wirst hier rein, sonst fährst du hier wie die Bühne. Ja. So, jetzt ganz nah ans Podest. Das ist die neue Game Show. Das ist die neue Game Show. Jagd den Partner. Und jetzt dann. Klassische. Große Garagenunfälle. Sag mal, wieso klingelt das hier so? Ist da irgendwas offen? Hinten? Das sind dim, bum, 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 diese. Ach so, ich weiß, weil ich nicht angeschnallt bin. Oh. 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 Ich muss ja Vorbild sein. Ganz. So. Stopp! Stopp! Oh, das war's. Stopp! Der schafft das. Ja, der schafft das, aber die Bühne schafft das nicht. Na und? Dann bauen wir sie eben wieder auf. Perfekt. Wer fragt? Wer spricht da noch von Cayenne und Touareg? Oder? So. Ganz wichtig. Oh, da sind ja noch Dinge drin. Was ist das denn? Abschleppseil, Warndreieck. Hat man das hinten drin im Auto? Ja. Ja. Hat man das nicht hier unten irgendwie unter dieser... Gibt's nicht. Gibt's nicht. Also legen wir hier rein. So. Wo sind jetzt deine Einkäufe? Die müssen wir jetzt mal holen. Ja. Ja. Wieso fragst du mich das? Ja, Ja, du weißt doch, wo sie sind. Oder? Das sind doch deine Einkäufe. Ja. So, wir haben eingekauft alles, was man am Wochenende braucht, im Großmarkt. Eiserne Regel, ja, eiserne Regel, was günstig ist, wird gekauft. Egal, ob man es gerade braucht oder nicht, das kommt später rein. Das ist auch für mich ein Quell. Das ist für mich ein Quell ewiger Freude auf den Parkplätzen an unseren Großmärkten. Menschen, die nicht begreifen, wenn man jemanden kommen sieht, der einen leeren Wagen zurückbringen will. Ja? Und man sagt ihm, lassen Sie ihn doch hier, ich gebe Ihnen einen Euro dafür. Und sagt, nee, ich kriege da einen Euro raus. Ja, nee, Sie brauchen ihn nicht abgeben, ich gebe Ihnen doch einen Euro. Menschen, die das nicht kapieren. Wir sagen, nein, Sie brauchen ihn nicht, ich gebe ihn nachher zurück, gebe Ihnen jetzt einen Euro. Nee. Ich muss den zurück und dann einen Euro. Ja, gut. Sie können sich auch reinsetzen ins Auto, 10 Stunden angeschnallt und nicht fahren, haben Sie auch wieder 40 Euro Strafe gespart. Ja.
So, jetzt haben wir alles. Und ich würde sagen, das ist ein schöner, solider Großeinkauf. Du machst keinen Großeinkauf? In dem Umfang selten. Wirklich? Doch, man braucht das. Ganz wichtig ist, dass man für das Wochenende das Richtige einkauft. Das heißt Alkohol. Ja. Ja. Sehr, sehr, sehr viel zuckerhaltige Nahrungsmittel. Der Körper braucht bis zu 2 Kilo reinen Zucker täglich. Das sage ich auch wirklich auf Wunsch von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Ja? Essen Sie mehr Zucker. Schütten Sie sich ruhig mal zum Frühstück einen Pfund Zucker so rein. Ja? Das bildet Blut. Ist so. Ja? Wenig Gemüse, das ist total verbleibt, verstrahlt und vergiftet. Ganz wichtig ist Fleisch. Fleisch kann der Körper nicht genug haben. Und zwar am besten, sag mal so, 10 Kilo Grillfleisch für 4 Euro, da hat man die Sicherheit, dass die Qualität stimmt. Oder? Ja, absolut, ja, ja. Und nicht vom Biometzger, das ist alles Quatsch. Das ist Quatsch, das ist vollkommener Blödsinn. So, jetzt fangen wir mal hier an. Vielleicht die Kästen zuerst? Ja, oder? Die Kästen zuerst, das ist ganz wichtig. Ach so, ganz wichtig ist, dass man so viele so Mixgetränke und so Süße für die Kinder kauft. Das ist gut für die Zähne. Die Zähne halten wesentlich länger, wenn die Kinder schon sehr früh anfangen, stark gezuckerte Mineralwasser und Kohlensäure, also wie heißt das, koffeinhaltige Brausegetränke zu trinken. Ja. Das ist, wird von Zahnärzten gewünscht. Geht's? Sag mal. Was ist? Du kannst gar nicht mithelfen. Doch, doch, doch. Ich nehme nachher hier, warte mal, die gehen schon mal zeitlich rein. Gemüse und Obst sollte man allerdings auch in großen Mengen kaufen, damit man schon am Montag was zum Wegschmeißen hat. Geht's? Ja, ja. Ja. Oh, das geht aber locker bei dir, wie du so reinbuchtest. Das hier geben wir mal hier rein. Aber jetzt doch noch, nee, das muss doch oben auf. Das legen wir oben auf gleich. Das? Ja. Nein, das stellen wir hier seitlich rein und machen das fest mit anderen Kisten. Du musst lass mich. Okay. Kennst du diese Väter, die am Tag vorher, bevor den Urlaub, am Tag vorher packen, nach Plan? Die das schon am Computer ausgemessen haben, wo was hin muss. Lass mich, das brauche ich. Das brauchen wir an der Raststätte. Da bring mich nicht durcheinander. Geht jetzt mal alle weg. Lass mich mal. Das hier, das Abschleppseil können wir hier. Hier. Dieses Warndreieck. Ja, komm, das schmeißen wir mal vorne rein auf den Beifahrersitz. Ja, das kann Mutti unten an die Füße nehmen. Denn sie muss es ja auch aufstellen. So. Dann. Ich sehe selten Kartoffeln. Leute, die Kartoffeln kaufen übrigens, oder? Kauft man das nicht so auf dem Markt mehr, so beim total sympathischen Eifelbauern? Ich kaufe die immer im Supermarkt. Im Supermarkt. Du isst viel Kartoffeln? Ja. Ja. Du nicht? Doch. Mhm. Die Kartoffel hat ein Imageproblem. Alle Welt frisst irgendwelche Nudeln, die bombastisch italienisch heißen. Dabei ist die Kartoffel eigentlich viel besser, finde ich, oder? Die ist auch total gesund und die lecker. Kartoffel ist total gesund. Wo kommt das hin? Auf die Kästen, würde ich sagen. Weil wir die schweren Sachen nach unten. Warum? Irgendwo hat sie noch eine Kiste Wein. Eine Kiste Wein, ja. Hier. Die muss auch natürlich auch nach unten. Das ist der Wein. Was hast du da? Ein Pfälzer 2001 Ungsteiner Nussriegel Riesling Trocken Weltklasse. 6 Flaschen Riesling. Ja. Ja. Deutscher Wein wieder stark im Kommen. Riesling speziell. So. Das kommt. Kommt das auch unten rein? So, wie hier. Unten? Unten im Sinn von nicht oben. Ja. Hier kommt das. Oh, pass auf. Oh. Ja. Wofür brauchst du so 4 Eier? Für Crepe. Für Crepe, ja. Nicht Pfannkuchen und nicht Waffeln, sondern Crepe. Mit was drauf? Natur, Puderzucker, Nutella, Schinken, Käse? Honig oder Calvados. Ah ja. Ja, also weil das natürlich original französisch ist und so ganz Frankreich ist ja Crepe am Wochenende. Das ist ganz wichtig, ein Snowboard. Ich habe jetzt gelernt, Insider sagen nicht Snowboard fahren, sondern boarden. Meine Kinder boarden schon. Und du boardest jetzt auch? Nein. Was ist von Menschen zu halten, die Snowboard fahren? Das ist mir so egal. Ich finde, das ist der Trend
der Zeit in den Alpen. Das sind junge Menschen, die weggehen von diesem krachledernen Almhütten-Image und die moderne Generation an den Berg bringen. Dir ist es wurscht? Ja, also ich meine, ist doch scheißegal, wo immer irgendwie... Sei das nicht so negativ. Hast du schlechte Laune? Bist du sauer wegen den Socken? Nein. Oh, hier sind deine Süßigkeiten. Das sind keine Süßigkeiten, das sind Binden. Oh, tatsächlich. Entschuldigung, das muss ich jetzt aber sagen, das war jetzt wirklich, die heißen Serenata. Serenata? Ja. Ich habe nur flüchtig hingeguckt. Ja. Aber dafür kaufe ich ja den Alkohol, damit wir zum Beispiel samstagsabend den Unterschied nicht mehr merken. Das Snowboard kannst du vielleicht zwischen die Kinder. Vorsicht, wir vom ADAC warnen. Das ist die offizielle Hallo, willkommen am Samstagnachmittag zum Autotipp. Raststätte. Wenn Sie ein Snowboard in den Wagen einladen, sollten Sie aufpassen, dass Kinder im Falle des Bremsens nicht enthauptet werden. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Denn es ist ja oft so, ja, Torben und Vanessa sitzen, das muss man immer sagen, sie sitzen vorschriftsmäßig hinten drin, mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Ja, aber nur das Kind im Maxi-Cosi. Ja. Ja gut, das andere können wir uns vorstellen. Ja, so. Wenn ich so reingebe und muss plötzlich bremsen, dann fährt dieses Brett nach vorne und es kommt zu schlimmen Verletzungen, die ganz böse ausgehen können. Quer passt es nicht rein. Sollen wir es auf dem Dach festbinden? Kann man das? Ich glaube schon. Ach. Nehmen wir das Abschleppseil? Nee. Das ist stabil. Ja. Das hält. So, jetzt kommen die Windeln rein. Welche Größe? Ja, immer die falsche natürlich, das ist doch klar, oder? Das ist Größe bis zu wie viel Kilo? 11 bis 25 Kilo. Oh, 11 bis 25 Kilo, das ist eigentlich schon erster Schultag, oder? Ja. Welches Kind, das muss ich auch mal sagen, wenn ihr Kind, ja, ich finde, Eltern zum Beispiel, hallo Eltern, wenn ihr Kind 25 Kilo wiegt und noch Windeln braucht, machen sie sich strafbar, meiner Meinung nach. Oder? Mit 25 Kilo noch Windeln? Oder? Das ist, ja, es ist schon sehr alt. Ha? Ja. Also 25 Kilo ist das Kind schon 5 Jahre alt, mindestens. Moment, warte mal. Ja. Wie schwer war das Kind von Claudia Schiffer jetzt bei der Geburt? 3.500 Gramm. Ja. Ja. Und hat noch keinen Namen. Hat noch keinen Namen? Nein. Oh, da bin ich gespannt. So. Kam per Kaiserschnitt. Das kam per Kaiserschnitt? Ja. Viele Frauen kriegen die Kinder mittlerweile per Kaiserschnitt. Weil es dann nicht so weh tut. Ja. Also für die Frau. Und viele Frauen lassen, wie heißt das auch, diese Betäubung machen im Rückenmark? Oh, das kann aber schwer ins... Oh, oh, oh. Wohin, ins Auge? Nee, das ist... Wie heißt diese? PDA. Prädiagnostale Digital Anamnese. Wofür ist PDA? Wofür ist PDA? Was heißt PDA? Ach so, das war's. Ja, genau. Ja. Da muss man aufpassen. Ja, wenn die Spritze ein bisschen daneben ist, Rollstuhl. Oder nicht ganz so dramatisch, ich kenne auch Fälle, dass Frauen dann wahnsinnige Schmerzen unten hatten, aber in den Ohren nichts mehr gefühlt haben. Ja, kein Witz, wirklich. Weil der Assistent es nicht richtig konnte. So, Besen. Oh. Ach, das habe ich jetzt, wo der ehemalige Kölner Regierungspräsident wegen Fahrerflucht Probleme hat. Ja? Ja, ja. Man muss, auch wenn ein kleiner Schaden ist, warten, bis der Autobesitzer, den man geschrammt hat, kommt. Es darf nicht selber entschieden werden, ob der Schaden groß ist oder nicht, sondern es muss eine unabhängige Polizeifachkraft machen. Das sind die Zeitschriften für das Wochenende. Autotest. Kommen hier noch rein. Du man solltest jetzt langsam mal die Blumenerde reintun und den Katzenstreu. Okay. So. Blumenerde ist ganz wichtig. Ja.
Wofür braucht man das? Für die Blumen im Zimmer? Na, also normalerweise kaufst du dir halt so Blumen. Wo sind denn die Blumen? Also wenn du... So, alleine oder? Genau, wenn du jetzt so eine Blume einpflanzt, ja, dann nimmst du die ja da raus. So, da brauchen wir mehr, aber nicht, Nee, ich zeig's dir ja nochmal. So nimmst du die raus, pflanzt die dann irgendwo ein, entweder so in einem schönen Kasten am Balkon oder in einem Beet, und dann kommt da drum Blumenerde. Hast du Blumen in der Wohnung? Topfblumen? Hast du Blumen? Ja, ich überlege gerade. In der Wohnung? Ja. Ich weiß nicht, aber... Fritten kann man jetzt wieder essen? Machen keinen Krebs mehr? Nee. Wichtig ist, dass tiefgekühltes fachgerecht transportiert wird, ja? Nicht stundenlang in der Sonne stehen lassen. Das kriegen wir hier zeitlich noch rein. Blumen, dann die, das Zitronenbäumchen, das machen wir später. Ach, die Bierkiste, ganz wichtig. Oh ja, oh Gott. Oh, oh, oh. Ja. Jetzt kommt Cornflakes. Das Waschmittel? Das Waschmittel ist, das Waschmittel kann man vorne beim Beifahrer an die Füße geben. Ja. So. Mineralwasser, siehst du, haben wir vergessen. Ah, das passt aber noch rein. Das passt noch rein. Jetzt schon mal schauen, ob es noch zugeht. Ja. Mach ich es hier noch? Soda Streamer? Hast du so einen schon? Soda Streamer? Nein, nein. Hast du einen Soda Streamer? Er hatte ich mal, ja. Kaputt? Nee, verliehen und dann behauptet, wieso, ihr habt doch gesagt, es wäre geschenkt. Ganz, ganz wichtig, dass man Waschmittel eigentlich nur in diesen Größenordnungen kauft. Ist wirtschaftlicher. Ach so, mit Nachfüllpacks oder was? Ja, so, was ist das hier? Was ist das denn? Ach so, das ist für den Soda-Streamer. Das ist für den Soda-Streamer. So, das ist das blöde Tierfutter, also ich meine das tolle Tierfutter. Das können wir bei den Kindern hinten unten an die Füße geben. Hier, das ist auch die große Packung mit dem Hundefutter. Und ganz wichtig jetzt hier der Meisenknödelbaum. Ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass Tiere wirklich gefüttert werden, weil das von der Natur falsch eingeteilt ist. Es wird immer wichtiger, dass der Mensch die Natur korrigiert. Tiere, die jetzt zu diesem Zeitpunkt hier überwintern, wissen nicht, wie sie an Nahrung kommen sollen. Sie brauchen dringend Meiseknödel. Auch das Katzenpullover ankriegen und sowas ist wirklich... Cornflakes können wir hier in die Mitte geben. So. Ich glaube, jetzt wird's. Warum kaufst du dir denn jetzt Liegestühle? Weil sie runtergesetzt sind. Ah, ja. Ja, sie sind günstig. Hier, das kann man... Ja, ja, du hast ja keinen Beifahrer dabei. Du hast ja gar keinen Beifahrer. Da passt doch noch das Bügelbrett da vorne rein. Und die würde ich jetzt echt aufs Dach tun, ne? Ja, dann mach mal. So, die Eier muss normalerweise der Beifahrer
auf den Schoß nehmen. Manuel! Ja. Was denn? Da geht doch der Lack kaputt. Manuels Auto hat keinen Lack. Ja, aber doch nicht, wenn er vorsichtig fährt, oder? Also ein bisschen. Also komm, wir haben es echt gleich geschafft. Ich kann so schnell fahren, dass du nebenher laufen kannst und halten. So, die Äpfel. Säumchen. Oder einzeln rausnehmen. Ja. Das geht noch. So, jetzt mache ich hinten zu. Und die Pflanzen? Die gehen nicht mehr mit. Okay. Du kannst ihn auch auflassen und wir binden den fest mit so einer Kordel. Wieso? Wir sind doch schon in der EU. So. Ganz wichtig, umweltbewusst zusammenräumen. Ja. Die Pflanzen gehen nicht mehr mit. Ja, hast du jetzt einen Strick zum oben festbinden? Ich glaube, das geht aber schon. Pass mal auf, ich fahr mal an. Ja. So, du hältst ein bisschen fest? Ja, ja. Fahr halt nicht so schnell, hast es ja nicht so weit. Geht doch.